Guten Tag, ich habe heute einen Gast, bei dem ich besonders aufpassen muss und schon musste von vornherein, weil er in Deutschland von vielen als, ja, als Ketzer, kann man schon fast sagen, dargestellt wird. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Das ist Herr Dr. Wodak, früherer Bundestagsabgeordneter, Arzt, und ich glaube, vorstellen braucht man Sie gar nicht. Guten Tag, Herr Dr. Wodak. Schönen guten Tag, Herr Reitschuster. Ich muss gleich vornherein die Zuschauer um etwas Verständnis bitten. Sie sind nicht zu Hause, das Internet ist etwas schlecht, aber wir wollen hoffen, dass es sich hier als stabil erweist. Warum Vorsicht? Vorsicht, weil ich dieses Interview auf YouTube zeigen will und weil auf YouTube reihenweise Interviews mit Kritikern der Corona-Maßnahmen gelöscht werden. Und viele sagen ja heute Meinungsfreiheit, hahaha, so ein Quatsch. Wenn jemand wie der Reitschuster sagt, mit der Meinungsfreiheit gibt es Probleme heutzutage, hier haben Sie ganz aktuell dieses Problem. Es ist nicht mehr möglich, ein Interview mit jemand wie Herrn Dr. Wodak zu führen, ohne dass ich das vorher sage, dass ich im Interview immer aufpassen muss, und ich halte das für ausgesprochen bedenklich. Und jetzt noch ein Hinweis für die YouTube-Apparatschicks. Das ist ein Interview, und das, was der Interviewpartner sagt, mache ich mir nicht zu eigen. Der Interviewer ist immer distanziert davon, was der Interviewte sagt, und ich fordere meine Zuschauer immer auf, sich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren. Die sollen auch die staatlichen Stellen sich anhören, die sollen sich die WHO anhören, aber um ein normales Bild sich machen zu können, müssen sie eben auch die Kritiker hören. Und das wollen wir tun. Entschuldigung, Herr Dr. Wodak, dass ich so eine lange Vorrede machen musste, aber ich will auch nicht, dass mein Kanal mit 170.000 Ja. Zuschauern gesperrt wird. Das wollen Sie auch nicht. So weit sind wir in Deutschland schon, dass man so eine Vorrede halten muss. Aber jetzt endlich möchte ich Ihnen das Wort geben, und zwar geht es um das Spike-Protein. Ich sage das jetzt so, als ob ich mich auskennen würde, und klug wäre, bin ich überhaupt nicht, kein bisschen. Bevor Sie mir im Vorgespräch nicht etwas darüber erzählt haben, kannte ich das nur vom Hörensagen, und ich nehme mal an, die meisten unserer Zuschauer sind keine Ärzte. Vielleicht erklären Sie erst mal kurz vorneweg, was ein Spike-Protein ist. Ja, die meisten kennen ja dieses Bild von Coronaviren, diese runde Kugeln mit den Stacheln, die so ein bisschen aussieht wie solch eine Igelkugel. Und diese Stacheln dieser Kugel, das sind die Spikes. Und diese Spikes bestehen aus Eiweißen, aus Eiweißkörpern, die miteinander ja, diesen Stachel bilden eben. Und diese Spikes sind typisch, also für Coronaviren, und man weiß, dass mit diesen Spikes die Coronaviren Kontakt aufnehmen mit den Wirtszellen, das heißt mit unseren Zellen, wenn sie uns infizieren. Und da gibt es spezielle Rezeptoren, die wir haben in vielen Zellen, wo diese Spikes dann wie ein Schlüssel in ein Schloss greifen und praktisch ihnen den Weg in unsere Zellen öffnen und damit sie dann sich bei uns vermehren können in den Zellen. Das ist bei allen Coronaviren gleich. Das heißt, wenn wir jetzt von SARS-CoV-2 reden, dann gilt das genauso für alle anderen Coronaviren, die es schon seit vielen tausend Jahren gibt und die sich natürlich dauernd ändern. Aber diese Strukturen sind immer ziemlich ähnlich. Wir haben insgesamt jetzt, seit das Wuhan-Virus entdeckt worden ist, dort haben wir etwa 4000 Mutationen im letzten Jahr gehabt, dieses Virus. Und die ändern sich sehr schnell. Und die haben sich vorher natürlich auch schon geändert. Sie wissen wahrscheinlich vom SARS-Virus von 2002, wo in China dann dieser Ausbruch war, über den alle gesprochen haben. Das heißt, da gab es die auch schon. Und sie haben sich seitdem natürlich immer ein bisschen verändert. Das nur als Vorspann. Und wir haben ja jetzt, wir wollen uns dagegen schützen, oder uns wird angeboten, uns davor zu schützen durch eine Impfung. Und diese Impfung, die benutzt genau diese Spike-Proteine. Und zwar ist es nicht so, dass uns die Spike-Proteine jetzt in den Körper gespritzt werden mit der Impfung, sondern uns wird eine genetische Information in den Körper gespritzt, genauer gesagt in den Deltoideus-Muskel, in den Schultermuskel, Oberarmmuskel. Und diese genetische Information, die wird in unsere Zellen eingeschleust. Da gibt es verschiedene Methoden. Die unterschiedlichen Impfstoffe machen das unterschiedlich. Einige benutzen ja unschädliche Viren dazu, die praktisch auch in die Zelle gehen und die dann diese Information gleich mitnehmen. Und dann gibt es wieder Impfstoffe, die benutzen Nanopartikel dazu. Und das geht also beides. Diese
Information, wenn die in unsere Körperzellen kommt, die führt dazu, dass unsere Körperzellen anfangen, den Befehlen zu folgen, den dieses molekulare Kommando, diese mRNS, Messenger-RNS, gibt. Das ist wie ein Stempel, der benutzt wird, um dann bestimmte Proteine herzustellen. Und das geschieht in unseren Zellen dann. Wenn diese Nukleinsäure, also diese mRNS, in unsere Zellen eingeschleust worden ist, dann fangen unsere Zellen an zu produzieren. Und zwar produzieren sie dann genau diese Spike-Proteine. Die stellen also Spikes her. Und das soll so sein. Die werden dann von unseren Zellen an der Oberfläche präsentiert. Diese Zellen, die das herstellen, die zeigen praktisch nach außen, dann guck mal hier, ich habe hier Spikes produziert. Und das führt dazu, dass unser Körper natürlich unheimlich, das ist ja was Neues für ihn, der reagiert darauf. Das heißt, unser Körper, im Blut haben wir überall weiße Blutkörperchen, Lymphozyten und wir haben also alle möglichen spezialisierten Abwehrzellen, die erkennen diese Äußerlichkeiten und machen Alarm. Das ist eine völlig normale Reaktion und die alarmieren Lymphozyten. Und diese Lymphozyten, da gibt es dann wieder unterschiedliche, die geben dann die Kommandos noch weiter an die Zentrale und dann gibt es welche, die produzieren dann Antikörper. Das sind so Y-förmige Eiweißkörper, Globuline, die dann sich auf die Viren draufsetzen und sie neutralisieren. Und zwar auf diese Spikes. Denn diese Antikörper, die werden genau nach diesem Abdruck, den diese Zellen machen, die Abwehr steuern, Antigen präsentierenden Zellen, so heißen die. Und das Spike ist das Antigen, was eine Abwehrreaktion generiert. Und das ist eben dieser komplexe Vorgang mit sehr viel Kommunikation zwischen den Zellen über Botenstoffe. Und wenn die Zellen jetzt darauf reagieren und Antikörper gegen diese Spikes produzieren, dann wird praktisch eine Abwehrreaktion ausgelöst. Und die ist aber bei der Impfung natürlich anders als bei einer normalen Infektion. Darf ich da kurz unterbrechen, auch auf die Gefahr hin, mich jetzt als medizinischer Idiot zu outen, aber das bin ich wahrscheinlich auch. Über die Impfung gelingt es also, diese Spikes, da die Antikörper drauf anzusetzen? Warum gelingt es nicht, dass diese Spikes einfach so auf den SARS-CoV-2-Virus reagieren? Also wo ist der Vorteil dann durch die Impfung, um es jetzt mal ganz dumm auszudrücken? Ja. Warum klappt es da und bei SARS-CoV-2 funktioniert es nicht, wenn also, nur das Virus im Körper ist? Ja, wenn wir geimpft werden, sollen da ja noch gar keine SARS-CoV-2-Viren sein. Sondern wir werden dass ja nicht der Körper vorbereitet ist. Ja, wir trainieren praktisch und unser Körper kriegt durch diese Impfung praktisch erzählt, guck mal, so sehen die Spikes vom Coronavirus aus. Wenn die mal kommen sollten, bist du bereit. Es ist praktisch die Wachsamkeit wird geschürt, wenn man das genau jetzt in Bild übertragen will. Der Wachdienst erkennt seinen möglichen Feind, der eindringen kann. Das ist so, als wenn Sie so ein Suchfoto haben für die Polizei. So sieht der Kriminelle aus. Und dann ist die Polizei, dann wartet sie, bis er kommt. Und dann greift sie zu. Genauso ist es dann. So, jetzt habe ich es kapiert. Danke, dass Sie die Idiotenbrücke für mich gebaut haben. Nein, das ist auch kompliziert. Das sind Kommunikationsvorgänge, die in der Kette ablaufen. Das ist ja bei der Polizei auch so. Da sagt der eine Wachtmeister kriegt Bescheid gesagt, dann sagt er seinem Kommissar. Der Kommissar sagt, oh, da brauchen wir einen Spezialisten, da muss die Kripo kommen, dann ruft er die Kripo an. Genauso ist es in den Zellen auch. Das ist sehr umständlich und da gibt es Missverständnisse. Da gibt es auch Fehlleistungen, wie es bei der Polizei wahrscheinlich auch der Fall ist. Und diese Reaktion eben, die ist normal und die soll auch geschehen durch die Impfung. Das heißt, unser Körper wird vorbereitet auf diese Spikes. Wenn die mal kommen, dann ist Alarm. Das klingt ja wie eine ganz tolle Sache. Ja, das ist die Vorbereitung. Normalerweise ist es bei Impfungen ja so, da kriegen wir die fertigen Trümmer von solchen Viren eingespritzt. Und da passiert genau das Gleiche, die werden erkannt. Und wenn mal die richtigen Viren kommen, dann kennt unser Immunsystem die auch. Hier stellen wir diese Teile aber selber her in unseren Zellen. Also wir kriegen nicht Teile von Viren eingeimpft, sondern wir kriegen die Information, wie unser Körper solche Teile von solchen Viren selbst bauen kann. Wir werden also gentechnisch verändert durch diese Spritze. Also die Zelle bekommt eine gentechnische Information, wo sie dann gentechnisch was produziert.
Und die produziert nicht ganze Viren, sondern die produziert nur die Spikes. Macht sozusagen einen Teil Covid-19-Produktion, Ja, fertigt es, ja. genau. Ja, oder Covid. Also nicht nur, das ist nicht spezifisch. Mhm. Und wenn das jetzt passiert, dann wird, also wenn jetzt eine richtige Infektion käme, dann würde das dazu führen, dass unser Körper jetzt ja irgendwo im Körper, wo wissen wir nicht genau, darauf zu reagieren. Und man hat festgestellt, dass diese Spike-Proteine eben besonders ja, zu Missverständnissen führen, mehr als andere Antigene. Und zwar verwirren die unsere Makrophagen, das heißt ein Typ der Abwehrzellen. Das sind Zellen, die normalerweise die toten Zellen abräumen. Es gibt zwei verschiedene Typen von Makrophagen. Also der Leichendienst, um im Polizeijargon zu bleiben, diejenigen, die ja, dann den Tatort säubern. Und die kommen dann mit Blaulicht, kommen die an, wo diese Viren sind und machen da unheimlich, sperren alle Straßen und fangen da an zu arbeiten und diese Viren abzuräumen und alles, was da so kaputt gegangen ist, abzuräumen. Die fressen die auf und das sind Entzündungszellen. Wenn sowas passiert, dann merken wir das, wenn es zum Beispiel irgendwo auf der Haut passiert, als Entzündung. Dieser Kampf, das ist die Entzündung. Das ist die Infektion. Und da gibt es welche, die sagen, so, ihr müsst da jetzt hin, ihr müsst da jetzt kämpfen. Und dann gibt es welche, die sagen, so, jetzt sind sie alle weg, stopp jetzt, hört mal auf zu kämpfen. Denn solange das kämpft, das wissen Sie, wenn Sie irgendwo eine Entzündung haben, dann, wenn das am Zahn ist, dann schwillt alles an, dann funktioniert nichts mehr. Dann sind die alle damit beschäftigt, diese Feinde da wegzuräumen. Und da gibt es diese beiden Makrophagen. Die einen, die sagen, so jetzt kämpft da, räumt die ab, räumt die weg. Und die anderen Makrophagen sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt sind sie weg. Jetzt sieht man zu, dass das alles wieder funktioniert. Und diese Spike-Proteine, die machen eben nur eines, die geben nur Gas. Die sagen, kämpft. Die machen Alarm. Und durch die Spike-Proteine, da wird die bremsenden Zellen, die werden blockiert. Die werden dadurch außer Kraft gesetzt. Das heißt, es kann sein, wenn man geimpft ist und es erfolgt eine richtige Infektion mit Coronaviren, die in die Lunge kommen, dann kann es sein, dass da unheimliche Entzündung stattfindet und dass diese Entzündung, auch wenn sie nicht mehr nötig ist, immer weiterläuft. Das Ganze ist dann ein Zytokinsturm, so wie das liest man häufig mal dieses Wort, weil Zytokine sind diese Befehle, die die Zellen miteinander austauschen, dass sie in Bewegung kommen und dass sie was machen. Und da ist also ein Riesenalarm und keiner sagt, stopp, du ist ja nicht gar nichts mehr los. Und das führt zum Lungenversagen. Das heißt, ohne dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 stattfindet. Nein, es findet eine Infektion statt, aber die wird nicht normal behandelt. Nach der Infektion kann das passieren. Die spinnen, die Polizisten spinnen praktisch. Die machen die ganze Stadt kaputt, obwohl da gar nichts mehr los ist. Das ist das, was bei der Rückkopplung fehlt. Diese Gefahr besteht bei der Infektion nach der Impfung. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, ja. Und zwar nur dann, wenn diese Erreger in die Lunge kommen. Normalerweise eine Corona-Infektion machen wir alle jedes Jahr mit. Weil Coronaviren sind immer bei jeder Grippe dabei mit ungefähr so 10-15% maximal. Ein bisschen mehr als Influenza. Jedes Jahr. Das findet immer im Rachen statt. Immer in den Atemwegen. In der Nase kriegen wir Schnupfen oder werden ein bisschen heiser. Da merken wir, da ist hier was los. Einige merken gar nichts. Aber wer was merkt, der merkt das in seinen oberen Atemwegen. Die kommen gar nicht ins Blut. Das heißt, wir haben auch keine, bei den meisten Menschen, die sowas durchmachen, ist unsere Immunität oben, da wo die Atemwege anfangen, werden die schon abgewehrt, kommen die gar nicht weiter. Und nur bei schwereren Verläufen, wenn Leute geschwächt sind, wenn sie tiefer kommen, dann kann man auch im Blut sehen, oh, der Körper hat da was abgewehrt, da ist was gewesen. Da kann man nämlich Antikörper messen. Wir haben ja diese Tests, einmal haben wir die Antigentests, wie den PCR-Test oder wie ähnliche Tests. Und dann haben wir die anderen Tests, die messen, was unser Körper, da, ob der Körper darauf reagiert hat. Und bei Leuten, die schwerer krank werden, mit Fieber zum Beispiel, da sieht man diese Antikörper im Blut. Und solche Antikörper werden jetzt hergestellt durch die Impfung praktisch, nur gegen die Spike-Proteine. Das wird künstlich, weil mit der Impfung umgeht man ja den normalen Infektionsweg. Der normale Infektionsweg ist ja Nase und Mund und da bleibt das dann auch.
Aber wenn wir es in den Muskel spritzen, geht es ins Blut und verteilt sich das im Körper. Das heißt, dort ist eine Umgehung der normalen physiologischen Begegnungsstätte zwischen Mensch und Coronaviren. Ist diese Nebenwirkung, ist die beschrieben in den Studien, die es gibt, oder ist das etwas, was nur Sie gelten, auf Nein, was nur Sie hinweisen? Die ist nachdem SARS passiert ist, hat man da viel geforscht. Und die letzte Studie, die größere Studie, die hat das gemacht mit Primaten, das heißt mit Affen. Und die haben an Affen dieses eben ausprobiert, die haben sie die Affen künstlich infiziert. Das kann, würde man mit Menschen ja nicht machen. Sondern die haben aber Affen geopfert da und haben das, ich glaube, mit 16 Affen haben die es gemacht und haben dann zwei Gruppen gebildet. Und die einen, die hatten diese Antiglobuline, die hatten diese Antikörper, die anderen nicht. Dann hat man die infiziert und hat festgestellt, dass die Affen, die diese Antikörper hatten, schwerste Lungenschäden hatten und gestorben sind daran. Das heißt, also sind wir da YouTube-technisch auf der sicheren Seite? Ja, das ist eine Veröffentlichung, die 2019 veröffentlicht ist. Und das ist eben das, was die Fragen dann aufwirft. Was passiert jetzt, wenn wir geimpft sind? Wir haben also diese Spike-Antikörper im Blut und jetzt kommt eine Corona-Infektion. Und da kann es sein, dass die Corona-Infektion eben in der Nase abgewehrt wird und dass nichts passiert, wie das normal ist. Aber wenn Corona wirklich gefährlich ist und Lungenentzündung macht, das heißt, dass es auch vorkommen kann, dass die Coronaviren tiefer gehen, dann wäre die Gefahr einer solchen schweren Reaktion wahrscheinlich. Darf ich Sie da kurz unterbrechen, weil ich auch auf der Bundespressekonferenz, ich weiß nicht, ob ich das gefragt habe, aber ich kann mich gut erinnern, dass der Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes darauf hingewiesen hat, dass theoretisch eine Gefahr der Verschlimmerung besteht, aber dass man es noch kaum oder gar nicht beobachtet hat. Das ist genau das, worüber wir jetzt reden wahrscheinlich. Ja. Weil er schon darauf hinwies, also es sei beobachtet worden oder es sei nicht auszuschließen, dass es zu so einer Verschärfung komme durch die Impfung. Und er sagte aber, das sei eher theoretisch und in der Realität, glaube ich, nicht oder gar nicht beobachtet. Aber das ist dieses Phänomen, von dem wir jetzt sprechen. Es gibt drei Phänomene, die Risiken bergen, die bekannt sind. Das eine davon ist vom Paul-Ehrlich-Institut selbst veröffentlicht und erforscht worden. Eine andere Studie ist von einer chinesischen Arbeitsgruppe im September vorigen Jahres veröffentlicht worden. Und das, was ich jetzt eben erzählt habe, diese immunologische Reaktion, das ist die schon lange bekannt ist, seit praktisch in den Jahren zwischen 2003, 2004 bis 2019 erforscht worden ist. Und das ist eben diese Studie mit den Affen, das ist die bekannteste Studie. Die vor allen Dingen besteht also jetzt ein gewisses Risiko, wenn jetzt wirklich Coronaviren wiederkommen im nächsten Herbst oder in der nächsten Saison. Da kann es sein, dass dann einige Menschen sehr schwer krank werden, mehr als in den Vorjahren. Und zwar solche, die geimpft sind. Und da muss man ganz genau aufpassen, da muss man ganz genau beobachten. Und da wir ja diesen Impfstoff jetzt haben, der noch ganz kurz nur ausprobiert wurde, der eben nicht mehrere Jahre, wie das üblich ist, beobachtet wurde, sondern nur jetzt ganz kurz beobachtet wurde, noch nicht mal ein Jahr, dadurch ist das Risiko nicht zu beurteilen zurzeit. Wir wissen es nicht. Aber es ist sehr wichtig, dass wir darauf achten. Aber das Paul-Ehrlich-Institut sagt ja, marginal so gut wie nicht beobachtet und noch nicht gefunden. Ja, da würde ich das Paul-Ehrlich-Institut gerne fragen, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage Sie das sagen. Weil es ja diese Studien da gibt, da musste man dann ja sagen können, das stimmt nicht, was in den Studien steht. Sind ganz andere Mechanismen. Diese Studien, die diese Entwarnung möglich machen würden, die würde ich gerne sehen. Und da wäre ich also sehr interessiert dran. Ich habe die nicht gefunden. Also ich glaube, Sie sagen, theoretisch ist es möglich, aber es komme so gut wie nicht vor. Und daran haben Sie Zweifel an dieser Aussage. Wir haben ja schwere Verläufe von Corona-Infektionen. Wir haben ja Menschen, die plötzlich keine Luft kriegen. Wir haben ja solche Verläufe. Die gibt es ja. Es sterben ja Leute an Corona. Es sterben übrigens, das Gleiche passiert übrigens auch bei anderen Viren. Es ist nicht nur bei Coronaviren so. Es gibt immer schwere, akute pneumonische Verläufe bei Grippeviren, durch mehrere verschiedene. Wir wissen, dass Menschen mit einer akuten Pneumonie versterben, auch junge Menschen, dass sie schwere Schäden kriegen. Das ist die Übersterblichkeit, die wir jedes Jahr sehen. Das war 2017, 2018 waren das in Deutschland 25.000 Menschen. Das sind nicht wenige.
Und die sind nicht alle an diesen Nebenwirkungen gestorben. Für einige, die waren meistens ja auch sehr alt. Es war es einfach nur, dass sie die Kreislaufbelastung einer Infektion nicht ausgehalten haben. Das gibt es ja auch. Aber es gibt eben diese Fälle, die man dann, an die man denken muss, besonders bei jüngeren Opfern von Virusinfektionen. Das sind Viruspneumonien, atypische Verläufe. Die gibt es. Nun haben Sie noch von anderen Risiken gesprochen. Eines ist, wenn ich das wieder als Laie richtig verstanden habe, dass sich diese Spikes sozusagen überlagern und dann zu einer Thrombose führen können. Wenn Sie das vielleicht noch mal schildern, das ist Ja, das zweite Risiko, glaube ich, von dem Sie das hat mit gesprochen dem, haben. was wir eben besprochen haben, nichts zu tun. Gar nichts genau. Das eben, was war praktisch eine Immunfehlreaktion, die passieren kann und die man bei diesen Affen nach einer Impfung, die ja ein atypischer Kontakt ist mit diesen Spike-Proteinen, der durch die direkt in den Körper eingebrachten Spike-Proteine, das passiert ja sonst nicht, dadurch entstehen kann. Das hat man bei den Affen gesehen. Jetzt das zweite Problem ist ein anderes Problem. Diese Spike-Proteine, die gehen ja an bestimmte Rezeptoren in unseren Zellen, sind der Schlüssel für ein Schloss, habe ich ja gesagt, damit sie reinkommen. Solche Rezeptoren gibt es aber an verschiedenen Stellen. Die gibt es zum Beispiel auch an den Endothelzellen unserer kleinen Kapillaren. Wir haben ja wie eine Tapete kleiden diese Endothelzellen. Kleiden die Adern von innen aus, damit die Adern schön glatt sind, wenn das Blut gut fließt, sind da diese ganz dünne Zellschicht. Und auch an dieser dünnen Zellschicht sind solche Rezeptoren drin, dass da praktisch dann die Spike-Proteine sich mit denen verbinden können. Außerdem gibt es solche Rezeptoren auch an den Blutplättchen, das sind die, die für Gerinnung verantwortlich sind. Das sind die sogenannten Thrombozyten. Da haben wir etwa 300.000 pro Kubikmillimeter, also pro Mikroliter im Blut. Und wenn da irgendwie eine Verletzung ist, die werden aufgrund bei bestimmten Anlass oder wenn wir bluten, dann gibt es Signale, dass sie zusammenkleben und dann Thromben bilden. Ein Thrombus, kennen Sie wahrscheinlich alles, ein Blutgerinnsel, Ja. damit die Wunde verschlossen wird. Und diese Thrombozyten, diese ganz kleinen Zellanteile in unserem Blut, die haben auch diese Rezeptoren für die Spike-Proteine. Da ist auch das Spike-Protein ein Schlüssel. Und wenn das Spike-Protein an die rangeht, dann fangen die an zusammenzukleben, dann bilden die Thromben. Das ist das ein großes Risiko deshalb, weil, wie gesagt, normalerweise Spike-Proteine nicht ins Blut kommen, sondern die werden oben abgewehrt. Aber für den Fall, dass eine Impfung jetzt dafür sorgt, dass Spike-Proteine im Blut gebildet werden oder so gebildet werden, dass sie ins Blut kommen können. Und das geschieht ja durch die Impfung, kann das passieren, dass das eben sich im Körper ausbreitet und dass dann Spike-Proteine im Körper erscheinen. Dann kann es sein, dass es in unseren Adern und in unserem Gewebe solche Thromben gibt, ganz viele. Und das ist der Brief, den ich geschickt habe an das Paul-Ehrlich-Institut und auch an das Österreichische Institut des BAGS. Da habe ich eben angefragt, weil es da Fälle gab von Krankenpflegepersonal, die gleich nach der Impfung oder kurz nach der Impfung mit massiven Gerinnungsstörungen und ganz vielen Thrombenbildungen im Körper verstorben sind. Das ist nicht nur ein Fall, sondern das sind inzwischen viele Fälle, die dort bekannt geworden sind. Da schreibt ja das BAGS, schreibt also, dass es nicht bekannt ist, dass es eine typische Nebenwirkung sei. Andererseits gibt es aber Veröffentlichungen, zum Beispiel die vom September vorigen Jahres, die genau das aber gesagt, die das veröffentlicht hat. Und nun frage ich mich, kennt diese österreichische Behörde diese Veröffentlichung nicht? Denn wenn sie die kennen würde, könnte sie das nicht sagen. Das ist diese Veröffentlichung vom PEI, vom Paul-Ehrlich-Institut, ja, über die schon die Rede war. Paul-Ehrlich-Institut hat auch was gesagt, was zu Thromben führt. Das ist noch eine, das ist, das sind praktisch, das sind aber die Syncytienbildung. Das ist auch was durch Spike-Proteine ausgelöst wird, dass Zellen miteinander verklumpen. Aber diese Thrombozytengeschichte, das ist eine chinesische Arbeitsgruppe, die das erforscht hat, die das im vorigen September veröffentlicht hat. Und das dritte Risiko, von dem Sie gesprochen haben? Das war das, was das Paul-Ehrlich-Institut gemacht hat mit der Syncytienbildung. Dass also Zellen, die jetzt durch das Spike-Protein praktisch zusammengeschweißt werden und mehrere Zellen zu einer werden und dadurch auch zu Verklumpung führen können. Und das kann natürlich auch da passieren, wo dann, das passiert meistens da, wo das Blut langsam fließt, das heißt in kleinen Kapillaren.
zum Beispiel in der Lunge. Aber kann auch im Gehirn passieren, kann auch im Rückenmark passieren. Und dann merkt das natürlich derjenige, der betroffen ist. Jetzt haben wir diese drei Risiken. Jetzt werden diejenigen bei YouTube, die für die Zensur oder Nichtzensur zuständig ist, die werden das jetzt alles nachgoogeln. Aber Sie können bestätigen, wenn die das googeln und prüfen, Sie werden zu jeder dieser drei Punkte, wird man eine also, Quelle finden. Ja, die Arbeiten sind bekannt. Und da denke ich, für mich ist nur die Frage jetzt, meine Frage ist ja an die Institute, ans Paul-Ehrlich-Institut, und an das Österreichische Institut, die sagen, das Risiko besteht nicht. Es ist nicht bekannt, das Risiko. Das heißt, wenn die Krankenschwester in Österreich da gestorben ist mit vielen Trompen im Blut, dann hätte das nichts damit zu tun. Und ich möchte einfach wissen, wieso das nichts damit zu tun hat und wie die darauf kommen. Ich denke, das ist einfach wichtig, weil wir empfehlen es vielen Menschen, diese Impfung machen zu lassen. Und wenn da so ein Risiko veröffentlicht wurde, dann muss die Behörde, die zuständige Behörde, plausibel erklären können, weshalb das doch kein Risiko ist. Auf diese Erklärung warte ich noch. Darf ich jetzt noch mal ganz explizit sagen, hier für die YouTube-Kontrolleure, Sie sagen also nicht, dass es da erwiesenermaßen einen Zusammenhang gibt. Sie sagen ganz klar, das wissen Sie nicht. Sie können ja auch keine Ferndiagnose anstellen. Richtig. Sie sehen nur hier eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was als Nebenwirkungen beschrieben wurde schon früher in der Wissenschaft und dem, was Sie hier beobachten. Und Sie hätten da lediglich gerne eine Antwort. Also Sie behaupten nicht, dass die jetzt an der Impfung gestorben sind, dass das einfach nochmal ganz klar ist für diejenigen, die hier kontrollieren. Wir müssen ja wie mit der Zensur heute, so muss das im Kaiserreich gewesen sein, wo man immer aufpassen musste. Also diese Unterscheidung noch ganz wichtig. Das war jetzt übrigens die Türglocke, das war nicht die YouTube-Kontrolle, was man da gerade kurz gehört hat. Also das ist mir jetzt einfach noch einmal ganz, ganz wichtig. Also, und der Vorwurf, den Sie machen, offenbar ist, dass Sie da im Moment noch keine ausreichende Antwort haben. Aber muss man denen da nicht einfach mal Zeit geben, Herr Dr. Wodak? Ja, ist gut. Das wär ganz schön, wenn das möglichst schnell geschieht, weil die Impfung wird ja bei Millionen Menschen gemacht. In Deutschland sind jetzt über 3% der Bevölkerung geimpft, also 5 Millionen Menschen etwa sind geimpft. Und das sind ja viele Menschen, die das wissen wollen, was da dran ist, finde ich, denke ich. Gerade und dann noch diejenigen, die sich noch impfen lassen wollen, die sollten auch klar aufgeklärt werden. Wir haben ja das Problem, dass durch diese Massenimpfaktion, dass es viel schwieriger ist. Man kann nicht zum Arzt, zu seinem Hausarzt gehen und sagen, kannst du mir das mal erklären? Hast du mal in Ruhe? Kannst du mal nachgucken und so? Da fehlt also der vermittelnde Fachmann, der Zeit hat, der einen kennt, mit dem man darüber reden kann. Die Ärzteschaft ist ja praktisch da ausgeschaltet, dadurch, dass das in so Impfzentren stattfindet. Und da ist meistens auch gar nicht die Zeit und das Problem, auch wenn es im Altenheim passiert, wo ein Impfteam kommt, die haben auch wahrscheinlich wenig Zeit. Also das ist, man kann sich das nicht so oft überlegen. Wenn man einen Impftermin hat, wo die Leute ja dahinterher sind, einen Termin zu kriegen, dann ist man froh, dass man den Impftermin hat und nimmt ihn dann wahr und dann wird man geimpft. Das ist sonst ja nicht so. Sonst geht man zum Hausarzt, lässt sich beraten, kann vielleicht beim nächsten Mal sich impfen lassen. Das ist also eine völlig andere Situation. Also auch das nochmal jetzt hier wieder für YouTube. Also wir leben in verrückten Zeiten, dass man das immer machen muss. Sie fordern explizit nicht dazu auf, Leute, lasst euch nicht impfen. Ihre Forderung ist einfach, dass die Leute gut informiert werden, dass sie über Nebenwirkungen, über mögliche informiert werden, genauso über die positiven Seiten, von denen berichtet wird und dass sich dann einfach jeder als mündiger Bürger selber ein Bild machen kann. Also nochmal, keine Aufforderung von Dr. Wodak, sich nicht impfen zu lassen, sondern die Aufforderung, dass hier maximale Transparenz gilt. Habe ich das richtig so wiedergegeben? Also meine Aufforderung geht nicht an die Menschen, an die jetzt vielleicht zuhören oder sich die Sendung anhören, sondern meine Aufforderung geht an das Paul-Ehrlich-Institut. Meine Aufforderung geht auch an das Österreichische Institut. Liefert bitte, und da seid ihr schon verpflichtet, das aufzuklären, diese Studienergebnisse auf der einen Seite. Und eure Aussagen auf der anderen Seite, dass das nicht passieren kann, sowas. Weshalb kann das nicht passieren, wenn es doch einzelne Fälle gibt, die möglicherweise gerade durch solche Wirkungen dann entstanden sind? Das ist also die Sache, die das dringend macht auch. Wie lange warten Sie jetzt schon auf eine Antwort? Wenn das 2 Tage sind, dann muss man sagen, ja gut, das ist okay. Wie lange ist diese Wartezeit von Ihnen schon, Herr Dr.? Also beim Paul-Ehrlich-Institut schon länger. Da geht es aber um diese eine Wirkung, wo ich einfach den Widerspruch zwischen dem Forschungsergebnis des Paul-Ehrlich-Instituts auf der einen Seite, die ja gesagt haben, diese Spike-Proteine machen das,
Das haben die selber erforscht. Und auf der anderen Seite, und wieso spielt das keine Rolle bei der Impfung, wenn wir da die Spike-Proteine reinbringen? Die Antwort, da warte ich schon länger auf eine Antwort, das ist schon Wochen her. Wochen, ja, also 2, 3, 4 in etwa? Ja, ich schätze 2, 3 Wochen ist es her. 2, 3 Wochen. Und die, das andere, dieses Schreiben an die BASC, das ist jetzt erst 3 Tage, das ist noch nicht so lange her. Also gut, da kann man der BASC aber dann noch keinen Vorwurf machen, oder? Nach 2, 3 Tagen. Nee, das ist ein bisschen Druck kann man schon machen, weil da kommen immer wieder neue Meldungen. Ich habe jetzt heute wieder eine gekriegt, wieder eine Krankenschwester. Das sind meistens welche, die zwischen 30 und 40 Jahre alt sind. Und ich finde, das ist schon jeder, der da nicht Bescheid weiß und der sich impfen lässt, da ist schon eine gewisse Verpflichtung. Denn es handelt sich ja nicht um neue Forschungen, die betreiben sollen. Ich gehe davon aus, dass die alles wissen, was es an Forschungsergebnissen gibt. Die müssen das nur begründen, weshalb sie das für nichtig halten und für unwichtig halten. Das ist alles, was ich möchte. Das muss eigentlich schneller gehen. Sie können mir ja die Ergebnisse schicken, auf deren Basis sie gesagt haben, das hat damit nichts zu tun. Das möchte ich. Das dauert doch nicht so lange. Ich würde das dann auch gegebenenfalls nochmal in der Bundespressekonferenz ansprechen, aber da ist es ja sehr schwierig. Ich habe ja 5-mal nach dieser Notiz von der WHO nachgefragt, in der es heißt, dass man bei positiven PCR-Tests ohne Symptome nochmal testen soll. Und das wurde ständig heruntergespielt. Die Süddeutsche Zeitung hat einen ganzen Artikel, wo sie dann auch schreibt, wie kann der so etwas fragen. Aber diese Forderung ist ja da von der WHO. Da steht ja schwarz auf weiß. Und wenn der Drosten dann einfach sagt, ja, das ist was für dumme Labore in Ländern, die nicht so entwickelt sind, dann ist es ja ein Ausweichen. Man hat das ja schwarz auf weiß, diese Forderung. Und ich habe bei 5 Fragen kein einziges Mal diese Antwort erhalten. Also ich habe da fast den Eindruck, dass ich da einen wunden Punkt getroffen habe, weil da müsste doch dann eine normale Antwort kommen, warum man sich nicht hält daran. Ich verstehe es bis heute nicht. Vielleicht können Sie mir es erklären als Mediziner. Also ich, mit was die PCR-Tests angeht, das ist ja noch wieder ein ganz anderes Thema. Das wollen wir nicht ganz aufmachen jetzt. Da hat die WHO ja doch sich korrigiert, nachdem sie Anfang gesagt hat, macht mal einen PCR-Test und überhaupt nicht auf den CT-Wert geachtet hat, also wie häufig das da, wie stark das intensiv das gesucht werden muss. Und jetzt hat sie gesagt, also man müsste schon jemanden untersuchen, der Symptome hat. Und es hat also wenig Sinn, so einen Test zu machen, irgendwie mit einem der verschiedenen 200 verschiedenen Tests, die jetzt in der Mache sind überall. Es gibt ja nicht den Test, sondern die Labore machen ihre eigenen Tests. Die müssen sie auch nicht richtig zulassen, irgendwo an einer amtlichen Stelle, sondern die machen alle ihre Tests. Und das wird natürlich dann mit unterschiedlicher Qualität gemacht. Einige Labore haben wahnsinnige Mengen von Tests, die sie machen. Da kommt es dann natürlich auch zu Verunreinigungen und zu Kontamination im Labor. Das sind alles Komplikationen, die eine Rolle spielen bei der Validität der Testaussagen. Aber das ist ein eigenes Thema, glaube ich, was dieser Test aussagt und was er nicht aussagt. Das wollen wir jetzt nicht aufmachen, dieses Fass. Jetzt fasse ich es nochmal zusammen. Bitte nicht böse sein. Ich möchte es nur nochmal dokumentieren für die Zensur. Das war kein Aufruf, sich nicht impfen zu lassen. Es war überhaupt auch kein Aufruf gegen die Impfung. Es ging Herrn Dr. Wodak, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sonst widersprechen Sie mir, einzig und allein darum, dass es Hinweise schon vorher auf 3 mögliche Nebenwirkungen gibt und dass Sie jetzt fordern, dass man dazu Stellung bezieht, warum das nicht eintrifft. Und Sie stellen auch ausdrücklich keinen Zusammenhang her zwischen diesen Todesfällen, die es gibt, und der Impfung. Sie sagen nur, Sie würden sich da gerne eine Erklärung wünschen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ganz einfach zusammenfassen. Ich möchte einfach, dass die Menschen zu Recht auf diese Impfung vertrauen können. Und damit man zu Recht vertrauen kann auf etwas, was einem ja auch aufgenötigt wird, damit man zu Recht vertrauen kann, ist es, finde ich, nötig, Transparenz zu schaffen. Und wenn da intransparente Sachen sind, wenn da Widersprüche sind, dann ist derjenige, der sagt, das musst du aber machen, in der Pflicht, diese Widersprüche zu klären. Und das verlange ich allerdings. Jetzt ganz zum Schluss noch, Herr Dr. Wodak, mit dem, was Sie jetzt gesagt haben. Ich glaube, in den großen Medien oder in den Öffentlich-Rechtlichen kommen Sie damit überhaupt nicht zu Wort. Sie wären aber auch jederzeit, oder nicht, sagen Sie es, wären Sie jetzt auch bereit, wenn Sie morgen jemand von der ARD, vom ZDF oder irgendwo anruft, wären Sie auch bereit, das so zu schildern, wie Sie das mir jetzt geschildert haben? Oder sagen Sie, mit denen rede ich gar nicht?
Ich würde mich mit jedem gerne, ich würde von jedem gerne lernen, der es besser weiß. Ich warte auf die Antwort und ich bin also jemand, der immer, der offen ist. Ich bin es gewohnt, wissenschaftlich zu diskutieren. Und die Wissenschaft lebt vom Zweifel. Und da ist es nicht nur immer, dass einer nur zweifelt, sondern das ist eine gegenseitige Sache. Und das muss geguckt werden, wer denn das besser beweisen kann und wer dort mehr Fakten liefern kann, die überzeugen. Und genau darum geht es. Und ich bin natürlich bereit wie früher, wo ich ja immer im Fernsehen auch diskutiert habe. Und ich bin ja als Bundestagsabgeordneter und als Sprecher in der Enquetekommission Ethik und Recht der modernen Medizin laufend mit gentechnischen Fragen, laufend mit Fragen der Bioethik konfrontiert gewesen und immer in den Medien aufgetreten. Also die haben mich gefragt, ob ich nicht bitte diskutieren würde. Seit März, seit 18. März 2020 bin ich tabu. Und das Sie war sind überraschend für mich. Ketzer. Ich habe ja auch in der Bundespressekonferenz Herrn Drosten und Herrn Spahn gefragt, warum es keine Diskussion gibt. Ich glaube, ich habe Sie auch namentlich erwähnt. Und Herr Drosten hat gar nicht geantwortet. Herr Spahn hat ausweichend geantwortet. Ich hatte auch schon die Idee, ich komme nur nicht dazu, dass ich Sie und andere bekennende Kritiker des jetzigen Kurses auf meiner Seite zu Wort kommen lasse und dann auch Herrn Professor Drosten, Herrn Kekulé und die anderen einlade. Und von Ihnen, Professor Homburg, auch Professor Bakti, kam sofort die Zustimmung. Ich hoffe, wir können das noch mal machen. Ich schaffe es im Ja. Moment einfach zeitlich nicht. Bin gespannt, ob die andere Seite dazu bereit ist. Aber Sie stellen sich explizit diesem Diskurs. Sie sagen, kein Problem. Sie diskutieren Ja, auch mit Herrn Professor Dr. Drosten auf gerne. fairer Ich Ebene. habe Also ich hab kein, ich diskutiere nicht zur Person, ich diskutiere zur Sache. Und das ist mir egal mit wem. Wer gute Argumente hat, mit dem möchte ich gern diskutieren. dann bedanke ich mich ganz herzlich. Bitte seien Sie mir nicht böse, dass ich hier heute schon, also hat mich ein bisschen an Förderpädagogik erinnert, weil ich mich absichern muss vor YouTube. Vielleicht war es für Sie auch Förderpädagogik, dem Reitschuster hier Sachen zu erklären, die er schwer versteht. Sind Sie mir da nicht böse? Ich bin kein Mediziner. Ich frage lieber nach und ich will auch nicht so tun, als ob ich das alles verstehen würde. Und ich sage ja auch immer, ich will nur unterschiedliche Meinungen bekannt machen und jeder soll sich selber dann ein Bild machen, soll alle Quellen sich zur Verfügung halten, soll auch beim Öffentlich-Rechtlichen reinschauen, auch bei denen, die Leute wie mich kritisieren und dann abwägen und selber ein Bild machen. Finde ich toll, dass Sie die Zeit gefunden haben und hier zur Verfügung gestanden sind. Ich hoffe bald wieder. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Budak. Sehr gerne. Vielen Dank auch.